Eigentlich wollten wir zur Pelzer Weltachs, aber dann ist es doch nur eine Rundfahrt geworden. Die Pelzer Weltachs ist ein bearbeiteter Buntsandstein auf dem kleinen Roßrück in der Nähe von Waldleiningen. Er trägt ein Relief mit einer Darstellung der Schmierung der Weltachse und eine entsprechende Beschriftung, die sich an das Gedicht des Pfälzer Mundartdichters Paul Münch anlehnt. Der Felsblock wurde so von einem ortsansässigen Forstbeamten gestaltet und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderungen im Pfälzerwald. Er ist nur über Wanderwege erreichbar und die haben es allerdings in sich. Denn das sind nicht in dem Sinne Wanderwege, sondern Trampelpfade, die darüber hinaus auch von Mountainbikern benutzt werden. Für uns also ein Grund, die Etappe nicht zu gehen, sondern eben eine kleine Rundfahrt durch den Pfälzerwald zu machen. So haben wir uns vom Parkplatz am Stall bei Waldleiningen wieder auf die Piste gemacht und sind kreuz und quer rund um Johanneskreuz ein bisschen durch den Wald gefahren halt. Gar nicht so viel. In Johanniskreuz im Pfälzerwald befindet sich das Haus der Nachhaltigkeit, ein Informationszentrum der Landesforsten Rheinland-Pfalz zu den Themen Waldökologie und Nachhaltigkeit. Thank you.
Man findet hier unter anderem auch Produkte der Region sowie eine Vielzahl interessanter Bücher zu Naturthemen. Im Haus finden auch Informationsveranstaltungen statt. Die bei denen nur Stein- oder Baummarder hatten, also das Wahrscheinlichere ist der Steinmarder, aber ich würde mir jetzt nicht meine Hand dafür jetzt vorlegen, dass ich einen Baummarder. So etwa zum Projekt der Wiederansiedelung des Luchses im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Noch nichts los, ne? Nee. So ein Insektenhotel ist auch eine wunderbare Idee für den eigenen Garten. So schafft man Bienen, Hummeln und anderen nützlichen Insekten einen Lebensraum. Hier lassen sich Ökologie und Nachhaltigkeit hautnah erleben. Das Karlstal ist ein Naturschutzgebiet im Pfälzerwald unweit Kaiserslautern. Es wird durchflossen von der Moosalb und bildet auf einer Strecke von ungefähr 3 Kilometern eine pittoreske kleine Schlucht. Der Baumbestand, Felsbrocken und kleine Wasserfälle lassen die Karlstalschlucht zu den interessantesten Zielen im Pfälzerwald gehören. Noch bis vor 100 Jahren war das Tal der Moosalb sozusagen ein kleines Ruhrgebiet im Pfälzerwald. Namen wie Oberhammer oder Unterhammer erinnern noch an diese Vergangenheit. Werfen wir zunächst einen Blick in das pittoreske Ensemble der Schlucht.
Ja, da bin ich. Ja, musst du mich lange drehen.
Entlang des Eisenhüttenweges finden wir einige alte Hammerwerke. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich, wenn ich... Da sitzt ein kleiner Fuchs und da flogen gerade drei